Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Und zwar das erste Mal. Es gibt heute ein neues Video. Und zwar ein Mystery Trikot von Mystery Shirts. Die haben mir das wieder Vergnügen gestellt. Da muss ich eine Sache sagen, wirklich ein Lob an den Support von Mystery Shirts. So, sie haben nochmal nachgeschaut beim Support, weil meine Bestellung jetzt 2 Wochen später kam. Und haben mir jetzt extra einen Link gegeben, wo ich einen Code, wo ich kostenlos ein Trikot bestellen konnte. Classic Trikot, ein kostenloses. Das kann man ja besseres nehmen, oder? Ein Classic kostenloses Trikot ist doch immer super. Also schaut gerne bei denen vorbei. Super Support. Die helfen sofort weiter, wenn irgendwas ist. Das muss man gleich sagen. Sofort. Und noch eine Sache. Wurscht, ich schwitze gerade wie eine Sau. Ist vielleicht doch gerade gegen. Es ist gerade 14:36 im Dachgeschoss. Also. Nice. Es ist wirklich super heiß und super warm. So richtig angenehm. Perfekt, das wird zum Packs öffnen. Also, ich würde sagen, tun wir mal das gleich öffnen. Jetzt weiß ich ja schon, wie es geht. Wo ist dieses schwarzes Trikot? So, sieht es hier schwarz? So, wir machen wir noch ein QR-Code kommt raus. Yay! So, bevor ich euch das jetzt noch komplett hier zeige, bekommt ihr jetzt auch hier ein paar Einspieler von meinem anderen Video, das ich gemacht habe, damit ihr jetzt hier seht, wie was wann, was da rauskommen kann. Vorher im Vergleich. Ist jetzt nicht so groß Besonderes, aber merkt, es ist ein Originaltrikot mit allen Webseiten, weil mich ein Kollege schon gefragt hat. Und dann, ich finde das nicht schlecht, ich finde das Trikot relativ schön. Also, Entschuldigung. Machen wir auch gleich auf, oder? Das ist ein Red Star FC. Warte mal, Red Star FC ist das nicht. Also, ich bin ehrlich, irgendwie das Trikot hat was. So. Persönlich jetzt nicht mein 100%iger Geschmack, aber ich finde, so schlecht ist das Trikot gar nicht. Also. Garva und Kappa. Linked Out. Also, ich bin mir nicht sicher, wie dieses Linked Out Logo erinnert mich an eine andere Seite, wo man auch lieber Filmchen gucken kann. Das ist von Red Stars. Ja, was hat mein PC? Ja? Kugeln. Wir. Red Stars Paris. Letzter Paris, super. Was kommt jetzt? Das ist ein französischer Verein aus Paris. Vom FC. Nee, das ist Letzter Paris, also nicht der Scheichclub, sondern ein anderer Club. Richtig, das nehmen wir raus. Thank you for, oder? Das ist, da kann man noch nachlesen, was das genau ist. Komm, mach mal. Hui! So. Ich würde sagen, ich ziehe das Trikot jetzt mal. Oh, wieso das geil ist. Das hier rum ist so. Wie soll ich sagen? So gummimäßig aus, so Gummi hinterstellen, das ist auch schon Gummi. Und das ist so ein Fell, nicht so richtiges Fell, aber es ist halt so. Warte, es ist halt irgendwie so kein Filz, also das Gefühl, das fühlt sich aber geil an. So, ich sagen, wir ziehen das jetzt mal an, komm hier. So. Ja. Was ich sagen muss, das Malocke T-Shirt war definitiv. Vom Schnitt her geiler, weil das liegt halt sehr stark an, also sieht man richtig meine Wampe. Aber also, es liegt an, es ist aber okay zum Spielen, es ist halt ein Ding des Shirts, also es passt, für dir es gefällt. Ich finde den Schriftzug aber hier geil. Irgendwie hätte ich mir den ein bisschen weiter runter gewünscht, weil hier ist er ein bisschen weiter sehr oben, aber wurscht. Ich sehe gleich für mich wie so ein Video Creator für so eine Seite. 1867, glaube ich, ist das, oder? Oh, 97, die 97, wurde der Verein gegründet. Ausstatter Kappa. Also, da ist auch Kappa. Hier ist auch nochmal Kappa. Hinten, so. Die ist halt nicht blau. Ich verstehe so nicht, warum man als rot-weiß-grüner Verein blaue Akzente macht. Das verstehe ich da nicht.
Weil ich bin auch kein Designer. Ich sage, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage, ciao, Leute. Danke, Mystery Shirts, für das coole Trikot. Danke nochmal. Bis dann. Ciao, ciao.